Hallo allerseits, herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop für die erste Märzwoche, die morgen am 1. März beginnt, am Montag. Ja, und wie ihr natürlich merkt, diesmal habe ich es nicht geschafft, ein Live-Video zu machen. Ich musste das diesmal anders lösen. Das ist aber sicher kein Problem. So oder so kannst du dir das Video ja dann zu dem für dich passenden Zeitpunkt anschauen. Und nächste Woche bin ich wieder live. Ja, astrologisch gesehen ist in der aktuellen kommenden Woche wirklich nicht so viel los. Wir sind mitten in der Fischezeit, das letzte Winterzeichen. Wir hatten am Samstag, also gestern früh, einen Vollmond in der Jungfrau. Schau dir bitte dazu nochmal das Mondimpulsvideo an, was ich auch gedreht habe. Und ansonsten ist vielleicht wichtig, dass alle Planeten zum jetzigen Zeitpunkt direktläufig sind. Wir sind also wirklich im Flow und gleichzeitig können wir noch nicht so, wie wir wollen. Die kommende Woche wird von einer gewissen Ungeduld diesbezüglich beherrscht. Ja, und es wird nicht unbedingt helfen, dass am Donnerstag, dem 4. März, Mars vom Stier, vom gemütlichen Stier, in den aufgeregten Zwilling wechselt. Das wird nochmal natürlich ordentlich Lebendigkeit, gerade den Zwillingen unter uns, aber auch allen anderen bringen. Aber das schürt auch gleichzeitig noch mehr die Ungeduld, die wir alle in uns tragen, jetzt endlich Frühling zu haben und natürlich auch noch viele andere Dinge, über die ich jetzt echt nicht mehr reden möchte. So. Zwilling ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja einen Zwillingsmond und ich bin doch ein Mensch, die schnell die Geduld verliert. Eine als Frau gelesene Person bin ich, ja. Und da das Transgender-Thema gerade wieder ganz stark in der Luft liegt und ich mich da teilweise doch auch drüber amüsiere, habe ich mir überlegt, ich werde heute mal Transgender-Decks wieder nehmen. Ihr seht hier die Spirit Guide Karte aus dem Modern Witch Tarot. Das Modern Witch Tarot habe ich schon sehr oft benutzt und ihr wisst, ich mag es sehr. Ich dachte, heute nehme ich es als Spirit Guide Karte. Ja, und für die einzelnen Karten der verschiedenen Tierkreiszeichen, da habe ich mir auch ein Deck ausgesucht, was normalerweise eher für die Männerwelt gedacht ist. Aber im Zeichen des Transgenders dürfen natürlich auch wir Frauen davon profitieren. Verratet es nicht meinem Mann, aber ich habe ihm sein Weihnachtsgeschenk geklaut für dieses Video. Und ich werde heute mit dem Sun-Tarot von Chris Butler arbeiten, was wirklich ein sehr cooles, schönes Tarot ist. Aber bevor ich damit anfange, wie gesagt, erstmal etwas zum aktuellen Spirit Guide. Ich habe das Ass der Kelche aus dem Modern Witch Tarot dafür gezogen. Eine wunderschöne Wochenkarte, die sehr die Fischequalität wiedergibt, sich in der Stille, vielleicht auch alleine inspirieren zu lassen. Love is in the air mit dieser Karte. Venus läuft ja auch gerade durch die Fische und gibt uns sehr romantische Momente. Für uns alle ist es eine gute Chance, sich, solange wir noch nicht so richtig raus können, noch nicht so richtig den Frühling zelebrieren können, zu Hause ein bisschen einzuigeln und sich von der Muse küssen zu lassen oder inspirieren zu lassen. Auf jeden Fall bereitet diese Karte einen Neustart vor. Das astrologische Jahr, das beginnt ja im März, am 21. März, wenn dann die Sonne in den Widder eintritt. Und jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, wirklich konkreter zu werden. Wie wollen wir unser Jahr bestimmen? Wie wollen wir es planen? Müssen wir natürlich noch den 7. März abwarten, der uns wieder interessante Informationen aus der Welt der Politik bringen wird. Aber prinzipiell hat das eine Durchstartenergie. Lasst euch inspirieren, hört auf eure Träume und schreibt sie auf und macht sie dann wahr, sobald ihr wieder nach draußen dürft. Und das ist eigentlich alles, was ich zu dieser Karte jetzt sagen möchte. Und wie üblich reise ich jetzt mit euch durch den Tierkreis. Ich werde für jedes Element, ich meine für jedes Tierkreiszeichen eine Karte ziehen. Und dafür darf ich natürlich nicht vergessen, meine
Triangel zu benutzen. Und wie üblich fangen wir mit dem Widder an, beziehungsweise ich fange mit dem Widder an. Aus dem Sun-Tarot von Chris Butler. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird, mit diesen Karten zu ziehen. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, und welche Informationen wir für die einzelnen Tierkreiszeichen bekommen. Okay, ich sehe schon, ich muss da tatsächlich etwas arbeiten. Die Karten sind so glatt, dass sich alles darin spiegelt. Eine etwas düstere Karte, lieber Widder. Es ist die Karte 2 der Schwerter, die wirklich eine sehr schöne Winterqualität darstellt. Ich weiß zufällig gerade ganz genau, dass sie verbunden ist astrologisch mit dem Mond in der Waage, deinem Gegenzeichen. Und das sagt mir für dich, lieber Widder, dass du unter diesem Thema der Ungeduld wirklich ganz schön zu leiden haben wirst in der kommenden Woche und dass du gut daran tust, besonders ab Donnerstag, wenn Mars, dein Planet, in die Zwillinge rennt, dir genau zu überlegen, für was du jetzt deine Energie einsetzt und nur wirklich die Dinge machst, die jetzt wirklich wichtig sind. Lass dich nicht von deiner Ungeduld überrollen, bleibe bei dir, gehe immer wieder mit dir selbst in den Diskurs, ziehe dich zurück, triff keine Entscheidung, ohne vorher gut darüber nachgedacht zu haben. Und vor allem auch immer eine wichtige Nachricht dieser Karte, höre auf deine innere Stimme. Du siehst diesen Menschen, der ist irgendwie ein bisschen entrückt, so ein bisschen wie bei Game of Thrones, der Winterkönig. Es geht darum, sich wirklich von anderen abzugrenzen, zu isolieren und die Entscheidungen aus dir herauszutreffen. Und das, mein lieber Widder, ist meine Nachricht für dich. Es ist wirklich nicht leicht, Videos zu machen. Ich sage es immer wieder. Als nächstes kommt meine Nachricht für den Stier. Und ich habe schon eine Karte, lieber Stier. Wie gesagt, für dich Endspurt. Ne? Der Mars ist nur noch wenige Tage in deinen Zeichen. Für dich gilt es eigentlich doch noch ein bisschen an den Dingen zu arbeiten, die du schon angestoßen hast und jetzt nicht klein beizugeben. Und das sehen wir auch sehr schön an dieser Karte, die ich hier gezogen habe und die die 10 der Stäbe darstellt. Ne? Auch bei dir kann man, so ungewöhnlich das ist, eine gewisse Ungeduld wahrnehmen mit dieser Karte. Man sieht diesen Druck, der entsteht, wenn Feuer einfach festgehalten wird. Wer kann schon Feuer festhalten? Und für dich ist es jetzt an der Zeit, die Dinge, die in dir gearbeitet haben in der ganzen Zeit, als Mars durch den Stier gelaufen ist, das war seit dem 6. Januar, dass du da jetzt deine Energie wirklich explodieren lässt, rauslässt, was in dir ist und in die Puschen kommst. Anders als bei den anderen Zeichen, beziehungsweise ich habe ja die anderen Karten noch nicht gesehen, würde ich schon sagen, dass du in dieser Woche unbedingt Aktivitäten schieben solltest. Es hat sowas von Endspurtqualität. Pass ein bisschen auf deine Gesundheit auf. Die 10 der Stäbe ist auch eine Karte, die sagt, ich setze zu viel Energie ein, um zu wenig dabei herauszubekommen. Also versuche wirklich effizient zu arbeiten, gönne dir Pausen, damit es dir weiter gut geht. Aber prinzipiell wirklich eine Karte, die sagt, sei jetzt dynamisch und dann kriegst du ziemlich viel gebacken, noch bevor der Frühling beginnt. Also genau das Gegenteil zum Widder hier bei dir. Eine tolle Energiekarte, wie ich finde, die echt klasse aussieht. Ich muss mich an die Karten etwas gewöhnen. Ich hatte sie wirklich noch nie in der Hand. Und jetzt bin ich sehr gespannt natürlich, was ich für den Zwilling ziehe, der ja so denn das Haupthighlight in dieser Woche ist, dadurch, dass Mars in dein Zeichen geht, lieber Zwilling, liebe Zwillingsfrau, liebe Zwillinge. Zwillinge ist das beste Transgender-Zeichen, finde ich, weil ich kann gar nicht der oder
die so richtig sagen. Es ist immer Mehrzahl. Und dazu fällt mir die Rückseite ein, dieses tollen Decks. Ne? Da sehen wir auch Zwillinge. Oder sind es zwei Seiten einer Person? Egal, was habe ich für die Zwillinge gezogen? Yay! Auch eine sehr coole Karte. Das Ass der Schwerter. Und das Ass der Schwerter passt natürlich hervorragend sowieso zu dir, lieber Zwilling, liebe Zwillingsfrau oder Zwillingin. Denn du bist mit der Schwerterkraft, mit der Kraft der Luft eng verbunden und hast immer super coole Ideen, die du dann auch gerne in die Tat umsetzt. Und auch du, wie der Stier, solltest in dieser Woche wirklich Gas geben mit deinen Gedanken, mit deinen Ideen, Brainstormings, Projekte anstoßen. Das muss nicht unbedingt jetzt schon materiell sein, sondern das kann in deinem Kopf passieren, dich austauschen mit anderen, in den Diskurs gehen. Das sind jetzt die wichtigen Dinge für dich. Und Mars, der wird dich dabei richtig unterstützen. Hol die Pläne raus, die du derzeit in der Schublade hast, sortiere sie nach Prioritäten und setze sie dann allmählich um. Vielleicht gibt es auch das ein oder andere zu klären mit jemandem. Mars, der bringt durchaus auch Streit und Konfrontation. Und vielleicht hat sich was in dir aufgestaut mit einem anderen Menschen, wo du jetzt echt mal was loswerden musst. Dann lass es raus. Hab den Mut, es der anderen Person zu sagen. Und vielleicht kommt ihr dadurch wieder ins bessere Gespräch. Dazu fällt mir mein Mondimpuls ein, den ich gemacht habe. Schau dir den doch nochmal bitte an, denn da geht es eigentlich auch um dieses Thema. Also, es ist für dich wirklich eine tolle Qualität. Genieße es, dass Mars in deinem Zeichen ist und trotzdem auch du nicht zu ungeduldig sein, sondern dir gut überlegen, was du wie umsetzt, bevor du damit loslegst. Und das, mein lieber Zwilling, meine liebe Zwillingin, ist meine Karte für dich. Ja, der Krebs. Was habe ich dem Krebs, der Krebsin mitzugeben? Und auch da habe ich eine sehr dynamische Karte gezogen. Die sehen klasse aus, oder? Oh, da ist sogar ein Gesicht drin zu sehen, das sehe ich erst jetzt. Die Acht der Stäbe, eine sehr dynamische Karte. Ich liebe ja die Acht der Stäbe sehr. Und die Acht der Stäbe sagt mir, lieber Krebs, liebe Krebsin, für dich, dass auch du von der Ungeduld gerissen bist. Aber du tust am besten daran, dich nicht so sehr jetzt damit zu beschäftigen, jetzt schnell Dinge umzusetzen, sondern zu beobachten, was passiert denn mit den Dingen, die ich schon in den letzten Wochen angestoßen habe? Die Acht der Stäbe verweist nämlich immer darauf, dass gerade etwas langsam, sich entfaltet, was ich schon eine Weile zuvor in irgendeiner Weise angestoßen habe. Das kann positiv sein. Das kann auch durchaus mal sein, dass ich dann auf einmal Infos bekomme, die mir nicht so gefallen. Aber auf jeden Fall ist es gut abzuwarten und dann auf etwas zu reagieren, was kommt, als jetzt nochmal neue Bälle ins Spiel zu werfen. Also für dich gilt, achte genau darauf, was draußen gerade passiert. Was hat das für eine Relevanz zu dem, was du in der letzten Zeit bewegt hast, angestoßen hast? Und die Zeit kannst du dir bei dieser Karte sehr, sehr gut mit Flirten vertreiben, mit Spiel und Spaß und Genuss. Denn die Acht der Stäbe hat den Klassenuntertitel Pfeile der Liebe. Es wird ja langsam Zeit, dass wir Lieder mal nach draußen gehen und Menschen kennenlernen. Ist nicht deine Stärke, das nach draußen gehen. Du bist lieber zu Hause und holst dir die Leute rein. Aber dafür haben wir die entsprechenden Apps. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, lieber Krebs. Das ist meine Nachricht für dich. Als nächstes kommt der Löwe an die Reihe. Beim Löwen ist, wie gesagt, auch gerade nicht viel los. Die Qualität ist hauptsächlich mit den Zwillingen beschäftigt und den Fischen. Und ja, für dich habe ich das erste Arkanum in dieser Woche gezogen, nämlich den Mond. Auch hier wieder toll, wie dieser Mann im Mond dargestellt wird. Also wirklich sehr schöne
prächtige Karten, muss ich sagen. Ja, der Mond und der Löwe. Du bist ja eigentlich mit der Sonne verbunden und du bist dafür da, Spaß zu haben, verehrt zu werden, dein inneres Kind zu feiern. Und jetzt mit dem Mond wirst du so ein bisschen in die zweite Reihe gestellt. Ähnlich wie der Widder, der diese Woche auch nicht so viel zu lachen hat. Die Feuerzeichen, wir werden es gleich noch beim Schützen sehen, scheinen so ein bisschen ins Hintertreffen geraten zu sein. Sie plagt am meisten das Thema, ich will jetzt endlich Frühling haben. Und das könnte auch für dich gerade stark der Fall sein, lieber Löwe, liebe Löwin. Wichtig für dich ist, nutze die kommende Woche, ähnlich wie der Widder, schau dir ruhig bitte nochmal an, was ich zum Widder gesagt habe, um nochmal den Winterrevue passieren zu lassen, auch deine Ängste, die du gerade in dir trägst, nochmal hochzuholen, um dir zu überlegen, wie du sie konstruktiv beseitigen kannst, welche Lösungen du hast dafür. Das ist eine Karte, die dir empfiehlt, im Rückzug zu sein, viel zu meditieren, die dir auch empfiehlt, wenn du gerade eine Durststrecke in deinem Leben hast, weiterzugehen. Jetzt nicht aufzugeben. Das Ziel ist gar nicht so fern, wie du denkst. Und ja, vor allem nicht so sehr auf das zu hören, was andere Menschen jetzt zu dir herantragen. Schalt das Radio aus in der nächsten Woche und spür lieber, was in dir ist, was deine Wahrheit ist und was du gerne ausdrücken möchtest. Das kannst du ja dann auch wieder sehr, sehr bald tun, lieber Löwe. Das ist meine Nachricht für dich auf jeden Fall. Nächstes kommt die Jungfrau an die Reihe und dann haben wir quasi auch schon Halbzeit. Ja, die Karten, ich muss da glaube ich noch mal ein Unboxing machen. Die haben schon eine gewisse schwierige Qualität manchmal beim Mischen. Und ja, liebe Jungfrau, ich muss hier erstmal diese Karte verstehen für dich. Habe ich die drei der Schwerter gezogen. Wir hatten die zwei der Schwerter, jetzt die drei der Schwerter. Tja, nach deinem schönen Jungfrau-Vollmond gestern scheint es in der kommenden Woche etwas anstrengender für dich zu werden. Überlege gerade, woran das liegen könnte. Wenn du dir den Mondimpuls nochmal ansiehst, der ja speziell für deinen Vollmond war, dann könnte es vielleicht sein, dass du jetzt in dieser Woche merkst, dass was alles liegen geblieben ist in der letzten Zeit und was du jetzt noch strukturieren und ordnen musst, damit du nicht so schreien musst wie der arme Mann hier, der so ein bisschen verzweifelt wirkt. Ich finde ja, die drei der Schwerter ist eindeutig überbewertet in ihrer Betonung des Schmerzes, auch manchmal des Herzschmerzes. Für mich geht es bei der drei der Schwerter immer darum, dass man eine Entscheidung für etwas treffen muss. Und diese Entscheidung fällt einem A nicht leicht und B heißt sich entscheiden, auch immer etwas anderes zurückzulassen. Du bist ein Zeichen des Sammelns. Und wenn du jetzt hier aufgefordert wirst, in der nächsten Woche ein paar Dinge loszulassen, dann fällt dir das wahrscheinlich gar nicht so leicht. Und daraus könnten deine Kopfschmerzen, die hier sehr eindrücklich dargestellt sind, resultieren. Nutze die kommende Woche, immer ruhig zu sein, ruhig zu atmen und dich nicht aus der, ja, dich nicht unterweise aus der Reserve von anderen Menschen locken zu lassen. Mars geht ja in die Zwillinge, das heißt, Mars wird jetzt im Quadrat stehen zu deinem Zeichen in den kommenden Wochen und vielleicht fühlst du dich einfach auch ein bisschen angegriffen manchmal und musst einfach dir eine gute Schutzmauer aufbauen. Aber prinzipiell, hab bitte keine Angst. Du siehst, auch andere Karten waren ein bisschen düsterer. Ich lege das wirklich darauf, dass wir alle so ein bisschen jetzt ungeduldig sind, die Luft raus ist, wir neue Energie brauchen. Und du, liebe Jungfrau, die ja für den Körper auch zuständig bist, du bist da besonders von angegriffen. Also, wenn du Kopfschmerzen hast, im übertragenen oder tatsächlichen Sinne, geh viel an die frische Luft und tu was für deinen Körper und dann wird es dir auch wieder besser gehen. Und das, meine liebe Jungfrau, ist meine Nachricht für dich.
nächstes kommt eine Karte für die Waage. Und da kriegen wir mal eine ganz andere Farbe zu sehen als bisher. Sehr schön. Das ist der Prinz der Münzen. Also hier wird mit dem Crowley-System gearbeitet. Und der Prinz der Münzen, das ist eine... Ich versuche hier nochmal ein bisschen das Licht zu ändern. Nee, das ist auch nicht schön. Lassen wir es so. Der Prinz der Münzen ist eine super schöne Karte, wenn es darum geht, sich wieder mal auf den Frühling vorzubereiten. Also es geht hier ja sehr stark um das Materialisieren. Ich habe das versucht, hier noch ein bisschen mehr mit Kontrast hinzubekommen. Entschuldigt bitte, es muss jetzt hier kurz mal sein. Ja, so ist es, glaube ich, besser. Es geht darum, einen Neuanfang zu setzen, passt sehr, sehr schön zur Frühlingsenergie. Und du bist eigentlich das erste Zeichen in diesem Tierkreis, was sagt, okay, ich nutze die kommende Woche richtig konstruktiv, um Dinge auf der materiellen Ebene anzustoßen. Ein Prinz kann natürlich auch immer jemand sein, der einen wach küsst. Vielleicht ist in deinem Fall gerade jemand da, der ja, dich in irgendeiner Form beglücken möchte, ein Jobangebot, oder aber du sagst, ich mache jetzt ein eigenes Projekt, mit dem ich viel Geld verdienen werde. Sprich, es geht für dich darum, irgendetwas in deinem Leben konkret zu machen, und zwar jetzt schon und nicht mehr abzuwarten, es nicht mehr ständig im Kopf zu bewegen, sondern zu sagen, ich tue es jetzt. Und dafür hast du vielleicht durch den Mars in Zwillingen, der dich positiv beeinflusst, weil er der durch ein Luftzeichen geht, wie du eines bist. Vielleicht hast du da einfach einen ganz tollen Impuls, jetzt etwas umzusetzen und zum Blühen zu bringen, selbst wenn es nur dein Garten ist. Die Gartenläden sind ja wieder offen, habe ich gehört. Von daher, vielleicht ist das auch ein Hinweis, da was zu tun. Und das, meine liebe Waage, ist meine Nachricht für dich. Ja, ich stelle fest, dass mir ein wenig die Leute fehlen. Ich mache das lieber live als hier aus der Konserve. Denn es ist doch immer irgendwie ein sehr anspornendes Gefühl, wenn wir Menschen dabei zugucken. Aber wie gesagt, nächste Woche machen wir das wieder. Und jetzt habe ich meine Nachricht für den Skorpion. Bin natürlich sehr gespannt, was der Skorpion bekommt. Auch eine sehr coole Karte, und zwar die 7 der Münzen. Also die Waage hatte eine Münzkarte, jetzt haben wir hier die 7 der Münzen. Habe ich richtig gezählt? 2, 4, nein, es sind sogar, es steht 7 drauf, aber ich, da ist noch einer. Es sind 7. 7 Münzen oder Sterne, ganz wie wir das sehen wollen. Und wir sehen hier jemanden, der geduldig darauf wartet, dass sich etwas entwickelt, was er angepflanzt hat. Auch hier ist wieder Geduld gefragt. Die Dinge gehen vielleicht nicht so schnell voran, wie wir uns das wünschen, auf welcher Ebene es gerade auch ist. Wir sind auf jeden Fall auf der materiellen Ebene, also wir warten vielleicht auf einen Brief. Wir warten darauf, dass wir eine Nachricht von einem Menschen bekommen, den wir hoch verehren. Oder wir haben in ein Geschäft investiert und warten einfach, dass jetzt endlich mal Gewinn rausspringt. Mein Rat bei dieser Karte ist immer, egal was es ist, hab noch ein wenig Geduld. Es wird sich etwas entwickeln, und zwar positiv für dich. Bis jetzt ist gerade nicht die Zeit zum Handeln. Es entspricht eigentlich genau der Qualität, die für alle Zeichen in dieser Woche gilt. Abwarten, die Dinge von alleine zum Blühen bringen lassen. Wir können ewig auf irgendeine Pflanze warten, dass sie blüht. Sie tut das oder tut das nicht ganz von alleine. Am besten sich vielleicht auf was anderes fokussieren in dieser Zeit, lieber Skorpion, liebe Skorpionin, und die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, so ein bisschen gedeihen lassen, ohne dass du da immer deine Aufmerksamkeit auf sie richtest. Das jedenfalls wäre meine Nachricht für dich für die kommende Woche. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lieber Skorpion, liebe Skorpionin.
Schon bin ich jetzt beim Schützen angelangt, dem dritten Feuerzeichen. Mal sehen, wie der Schütze, die Schützin, die kommende Woche so angeht, wegsteckt. Ja, und auch hier habe ich wieder eine etwas eisige Karte gezogen, aber eine Kelchkarte, die sechs der Kelche. Auch wunderschön, dieses Licht, was da von hinten in so eine Art, ich würde es fast wie eine Eishöhle sehen, die diese Kelche erleuchtet. Das hat sowas von Auftauen. Und die Kelche, die stehen ja für Gefühle, sind eine Karte, die uns immer so ein bisschen zwischen Vergangenheit und Gegenwart hält. Es ist für uns schwer, in der Gegenwart gerade zu sein. Wir rutschen immer ein bisschen zurück in die Vergangenheit, haben sentimentale Gefühle vielleicht oder es besteht die Notwendigkeit, etwas aus der Vergangenheit, einen Gefühlszustand zu beleuchten. Und das könnte für dich in der kommenden Woche wichtig sein, lieber Schütze. Ich weiß, du stürmst immer gerne nach vorne und hast dein Ziel schon angepeilt, aber im Augenblick scheint dein Ziel zu sein, nochmal etwas aus der Vergangenheit dir anzuschauen, ein Gefühl wieder zu erwecken oder aber es zur Seite zu legen und gerade emotional die Dinge ein bisschen in der Schwebe zu lassen. Es geht gerade nicht um Gradlinigkeit in deinem Leben, sondern darum, genau in dich hineinzuspüren, was ist es eigentlich, was ich gerade jetzt fühle, wo kommt dieses Gefühl her und wohin soll mich dieses Gefühl bringen, beziehungsweise welche Schritte soll ich jetzt einleiten, um dieses Gefühl dann auch zu leben. Ja, und es ist auch bekannt als Affärenkarte, die Sechs der Kelche. Vielleicht geht es auch für dich darum, ein bisschen zu flirten, Unverbindlichkeit zu leben und auch da darauf zu achten, was fühle ich denn jetzt genau mit der einen oder anderen Person und dich erst ein bisschen später dann für das für dich Richtige, für den oder die Richtige zu entscheiden. Das sind die Gedanken, die ich habe, wenn ich diese Karte betrachte. Die gefällt mir wirklich ausgesprochen gut, diese Karte. Und das ist meine Nachricht für dich, lieber Schütze, liebe Schütze. Und nun haben wir den Steinbock als nächstes. Und für den Steinbock habe ich den König der Schwerter gezogen. Ja, auch eine spannende Karte. Es ist ein Helm, den ich da sehe und mehrere Gesichter, die das Thema des sich Abschirmens, nicht alles rauslassen, was ich gerade denke, fällt mir hier sofort ein, wenn ich diesen König der Schwerter betrachte. Es geht im Augenblick darum für dich, lieber Steinbock, liebe Steinböckin, wirklich ebenso wie bei vielen anderen Zeichen, bei dir zu bleiben, nicht nach draußen zu stürmen und deine Gedanken unbedingt anderen mitzuteilen. Der König der Schwerter, der fordert dich immer darauf, dein Ziel genau anzupeilen und es dann dadurch umzusetzen, dass du es dir immer klarer visualisierst und dadurch kommst du zu deinem Ziel. Gleichzeitig warnt diese Karte eben, deine Ziele zu sehr mit anderen Menschen zu teilen, vielleicht weil dann dir deine Ideen geklaut werden, vielleicht auch weil dir die Leute den Schwung nehmen, dich entmutigen bei deinen Zielen, wenn du sie zu sehr mit ihnen teilst. Auf jeden Fall bist du ähnlich wie der Widder dazu aufgerufen, jetzt strategisch zu denken und dafür zu sorgen, dass deine Ziele sich erfüllen, indem du wirklich deinen Fokus darauf hältst. Das ist die wichtigste Nachricht für dich, die ich diese Woche habe. Und ich wünsche dir eine gute Woche, lieber Steinbock, liebe Steinböckin. Ja, der Wassermann, die Wasserfrau kommt an die Reihe. Und ups, habe ich gleich wieder eine sehr dynamische Karte gezogen. Ich wiederhole mich gerne noch einmal, lieber Wassermann, liebe Wasserfrau, bei dir ist einfach in diesem Jahr richtig viel los und ich kann mir gut vorstellen, dass die Bewegung des Marses in die Zwillinge ein bisschen eine Spannung bei dir rausnimmt, denn der Stier
ist ja in diesem Jahr das Zeichen, mit dem du dich am meisten konfrontativ auseinandersetzen musst durch diverse astrologische Konstellationen. Wenn jetzt der Mars den Stier verlässt, dann hast du ein bisschen wieder mehr Möglichkeiten, Dinge umzusetzen, falls du in der letzten Zeit in Stagnation warst. Wir hatten ja auch den rückläufigen Merkur in deinem Zeichen. Und Mars in Zwillinge, der sorgt dafür, dass du ziemlich gut in den Flow kommst und stark bist. Die Stärke ist eine Karte, die sagt, ich bin jetzt ganz bei mir. Ich weiß, wie ich mit meinen Kräften haushalte am besten, um das zu erledigen, was ich erledigen möchte. Ich kann die Dinge umsetzen, die ich da an tausenden Ideen in meinem Kopf habe. Und die Karte sagt auch, dass du gut weißt, zwischen deinem Verstand und deinen Trieben Haus zu halten und die in Balance zu halten. Das ist eine sehr erotische Karte, eine kraftvolle Karte, die dich dazu einlädt, die kommende Woche zu genießen und schon ein bisschen den Frühling vorzufeiern, wie immer du das gerne tun möchtest. Auf jeden Fall wirklich eine sehr selbstbewusste, starke Karte. Ich wünsche dir eine heiße Woche. Die erste Märzwoche für dich. Das ist meine Nachricht für dich, meine liebe Wasserfrau, mein lieber Wassermann. Ja, ich habe das Transgender nicht so gut durchgehalten, wie ich mir das wünsche. Ich werde daran arbeiten. Es ist ja eigentlich auch gar nicht in Transgendern, was ich mache, sondern ich versuche, die feminine und maskuline Form zu benutzen, das Neuter. Da muss ich echt noch dran arbeiten. Manchmal fehlt mir dazu auch wirklich die Lust. Egal, es sind jetzt die Fische dran, die Geburtstagskinder der aktuellen Zeit. Wenn du zwischen dem 1. und dem 7. März Geburtstag hast, dann ist das jetzt natürlich deine ganz wichtige Karte. Aber auch alle anderen Fische haben natürlich mit der Karte, die ich jetzt ziehe, zu tun. Und ich bin sehr gespannt, was ich ziehe. Yay! Die 6 der Münzen. Karte der guten Zusammenarbeit, und hier finde ich die wirklich sehr schön dargestellt, weil sie so eine spirituelle Komponente hat. Die Fische, die versuchen ja immer, das, was sie da oben erfühlen, in die Welt zu bringen. Das gelingt ihnen nicht so gut. Die spirituelle Anbindung ist zwar stark, aber die zum Körper, die ist durchaus immer etwas schwieriger. Und ich empfinde diese Karte hier als eine Art Segnung von oben. So als würden mir, wie bei Sternentaler, die Sterne immer mehr in mein kleines Kleidchen fallen und mich reich machen. Also lass dich in der kommenden Woche inspirieren von deinen Träumen, von deinen, von dem, was du liest, von den Menschen, denen du begegnest. Vielleicht ist es an der Zeit, ein Bäumchen zu pflanzen da draußen oder sonst etwas zu tun, was ein bisschen eine magische Manifestation darstellt. Auf jeden Fall kannst du mit ganz viel Inspiration in der kommenden Woche rechnen. Da passt auch dazu, dass wir das Ass der Kelche als Wochenkarte haben, die ja sehr fischig ist, diese Karte. Also für dich steht Genuss an erster Stelle, würde ich sagen, sich beglücken lassen von Impulsen, die von außen kommen. Vielleicht füllt sich dein Bankkonto auch ganz von alleine. Wäre das nicht toll? Und es ist wirklich eine Karte, die sagt, du musst nicht hier unten unbedingt ein perfektes Team haben in dieser Welt, wenn du da oben ein gutes Team hast. Und wenn du mit seelenverwandten Menschen zusammenarbeitest, dann gelingt dir alles. Und das, meine liebe Fische, meine lieben Fische, Fischen, Fischer, ihr wisst schon, das ist meine Nachricht für dich. Ja, damit bin ich am Ende dieses Videos und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich weiterhin über Kommentare und Likes und vor allem freue ich mich, dass ich das geschafft habe, jetzt noch rechtzeitig aufzunehmen, damit ihr es am zum rechten Zeitpunkt sehen könnt. Wie gesagt, nächste Woche bin ich dann wieder live online und das wird dann sicher nochmal eine andere Dynamik haben. Heute jedenfalls sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und bitte stellt eure Fragen, teilt das Video, läutet die Glocke, was immer ihr da machen könnt, um
hier noch ein bisschen mehr Bekanntheit für den mantischen Kanal zu erlangen. Das würde mich sehr freuen und das sehe ich so als meine Belohnung an für das, was ich hier tue. Und ich denke, da habt ihr durchaus auch schöne Impulse davon. Macht's gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis bald.